Boing, 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 boing. Ein fröhliches Miau. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parkitekt Sandbox Modus. Und wir legen auch gleich los, indem wir wieder an unserem Tor weiterbauen. Aber nur die ganze Folge lang ist ja wunderbare Idee, oder? Wir bauen jetzt die ganze Folge lang nochmal hier an unserem wunderschönen Tor rum. Findet ihr das nicht auch super? Ich finde das absolut scheiße. Deswegen machen wir das doch einfach nicht. Ich habe mich gerade dazu entschlossen, machen wir doch nicht. Jetzt geht's richtig los in der Alpenwelt, indem wir Sachen abreißen. So, und jetzt direkt hier mit dem Terrain-Tool machen, machen, machen. Machen, machen, machen. Ich muss mal kurz ein Fenster verschieben, damit ich Geld sehe. Oh, 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 au. Das wird teuer. Ui, 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 ui. Hui, ui, 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 ui. Das war, hui, das war ganz schön hoch. Das, hui, ui, ui. So. Warum habe ich das gesagt? Weil ich natürlich weiß, wie viel Geld wir im Endeffekt noch haben werden. Komm mal näher ran. Knarz. So gehört sich das. Hier muss alles quietschen, knatschen, knutzen. Jetzt passt, ne? Und ich weiß, ich wollte ja sagen, ich weiß natürlich, wie viel Geld ich diese Folge ausgegeben habe. Und ich kann sagen, das ist nie wenig. Die 8 Millionen werden da nicht mehr stehen. Die 7 auch nicht. Die 6 ganz bestimmt auch nicht. Ne, Leute, jetzt wisst ihr schon mal so die Hausnummer. Aber, was mache ich? Was ist denn jetzt wirklich hier der Plan der Folge? Ne? Was hat der Tigo denn diese Folge vor? Das ist ganz einfach zu erwähnen. Ich möchte unsere Fahrattraktion Lawine öffnungsbereit heute hinkriegen. Was bedeutet das? Wir müssen unbedingt diese komplette Attraktion themen, damit wir zur Jubiläumssaison, also dieses Jahr zum Jahr 5, diese Attraktion eröffnen können. Ganz wichtig. Zudem müssen wir auch endlich irgendeine Attraktion in diesem neuen Themenbereich fertig kriegen, weil wir brauchen halt Geld. Und ich muss öffnen, weil ich Geld brauche. Ich kann nicht den ganzen Themenbereich mit 8 Millionen, 7 Millionen schon nur noch fertigstellen. Das ist unmöglich, vor allem wenn ich weiß, wie viel Geld das gekostet hat, was ich heute gemacht habe. Das ist nicht gut, sag ich mal so. The price net so jod. So, das heißt, zur Folge. Wir bauen heute unsere Attraktion dezent fertig. Jetzt werden noch kleine Baustellen offen bleiben, aber Rom und Ganzen kann sagen, heute werden wir diese Attraktion fast final fertig machen, damit wir nächste Folge, eventuell nächste Folge, vielleicht erst übernächste Folge, ich weiß noch nicht ganz, diese Attraktion eröffnen können. Und jetzt schon der zweite Lied dran. Hi, 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 hi. Rede ich hier wieder viel. Ne, genau so ist das. So, deswegen hier ein paar kleine Commentary-Sachen. Also ihr seht ja, wie ich hier wieder das Gebäude baue. Standard-Alpenwelt-Stil. Ich kopiere hier mir die Dinger hier hin und her und hin und her. Wie es sich gehört. Ich kopiere alles. Ich mache alles. So. Hätten wir das schon mal abgehakt. Hier, was ich eigentlich gerade mache. Kopieren, kopieren, kopieren. Ne? Wie der Tigo das halt immer macht. Kopieren, kopieren, kopieren. Er klaut Sachen von sich selber. So macht man das heutzutage. Man klaut Sachen von sich selber oder von anderen. Aber ich klaue mehr von mir selber. Das ist immer wichtig. Vielleicht klaue ich irgendwann ein paar Sachen von Jakob, aber aktuell klaue ich nur von mir selber. So weit, so gut. Bevor ich jetzt weiter hier rumschwafeln, möchte ich erstmal hier ein paar kleine Sachen sagen. So generell zum Kanal, beziehungsweise zum Projekt Parkitekt. Ja, also das wäre wichtig. Obwohl, da fällt mir gerade ein, wenn wir jetzt schon so weit sind. Ich dachte, ich hätte noch Zeit. Ich komme hier zu nichts. Ihr seht, ich mache Schnee. Denn Lawine hat Schnee. Ja, das ist so ein bisschen Kompromiss. Es gefällt mir noch nicht so ganz, aber es ist akzeptabel. Es ist akzeptabel. Ja, man kann das so machen. Das sieht, finde ich, okay aus, Lawine. Ja, vielleicht werde ich in Zukunft mir noch mal ein paar andere Bautechniken abschauen, um abkupfern und damit es noch cooler aussieht, aber erstmal noch nicht.
Ja, erstmal müssen wir ja andere Sachen machen. Ne, ich werde euch schon sagen, wir bauen jetzt gleich noch ein Fenster selber und hast du nicht gesehen, weil das kopiert nicht funktioniert. Seht ihr ja, kopiert funktioniert nicht. Deswegen bauen wir jetzt ein Fenster selber. Deswegen habe ich jetzt Zeit, weil das Fenster nicht geht, euch zu erzählen mit Kanal und so. Also, ihr euch sicher aufgefallen, dass die letzte Woche oder letzten Wochen? Das ist jetzt schwierig. Letzte Woche oder letzte Wochen? Das ist problematisch. Letzte Woche, kann man beides sagen. Kann man beides sagen. Letzten zwei Wochen keine Videos mehr so richtig regelmäßig kam. Ihr habt zwar seit Freitag wieder Videos hochgeladen, drei Mad Games Folgen, ich weiß nicht genau wie viel, wann ihr das Video seht, ich glaube es ist Sonntag oder Montag, werde ich gucken, ne, deswegen, sorry dafür, aber ich habe es ja auch schon ganz häufig schon vorher gesagt, ich habe die letzten zwei Wochen mich um mein Abitur gekümmert, das bedeutet, ich habe mein Abitur geschrieben, Fachabitur. Da ist jetzt mittlerweile durch, Abitur ist jetzt gegessen, Fachabitur, ich darf das nicht sagen, das ist falsch. Fachabitur ist gegessen, das heißt, meine Prüfungssaison ist jetzt durch. Das bedeutet, wir können jetzt wieder powern. Ne, ich muss nicht mehr so viel lernen, wir sind alle glücklich. Und deswegen kann jetzt auch wieder ein bisschen mehr Folgen generell kommen. Genau. Was will ich noch sagen? Des Weiteren ist ja deswegen auch wegen meiner Zeitknappheit Parkitech ganz klar ausgefallen. Es tut mir wirklich sehr leid, aber die zwei Wochen halt, Parkitech war glaube ich das erste Format, was richtig ausgefallen ist, weil Parkitech von meinen aktuellen Formaten einfach die meiste Zeit in Anspruch nimmt. Zudem ist das nächste Problem bei Parkitech auch, ich brauche Kreativität. Das heißt, ich brauche einen guten Tag, wo ich eine gute Idee habe. Und dann kann erst Parkitect kommen, weil man braucht halt für Parkitect eine Idee. Ne, man muss ja halt wissen, was man baut. Logisch. Glaube ich. Ne, und deswegen ist so. Schwierig. Immer Parkitect einmal pro Woche zu bringen, weil ich mir mal was überlegen muss. Ich hoffe, ich habe es die letzten Wochen geschafft. Außer jetzt wegen der Prüfung habe ich ja immer geschafft. Ich hoffe, dass wir das auch in Zukunft wieder halten können, das Tempo. Ich hoffe. Ich würde es mir wünschen. Ob ich es kann, weiß ich noch nicht. Ist aber mein Ziel, dass Parkitect weiterhin Wochenrhythmus bleibt. Ich versuche es eigentlich immer freitags hochzuladen. Wir wissen, wie toll das klappt. Aber im Normalfall kann man sagen, wenn es nicht Freitag kommt, dann Samstag oder Sonntag. Heißt, Parkitect kommt meistens immer einmal die Woche am Wochenende. So ist das nämlich. Ja, entweder zum Wochenende oder am Wochenende. Ich möchte das auch beibehalten, dieses Ritual, denn ich fand das immer ganz angenehm. Ne, so für das Wochenende so ein tolles, so ein Primetime-Projekt, was immer sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und sehr viel Kreativität von mir benötigt. Finde ich immer schön, wenn man da zum Wochenende sich zu Gemüte führen kann und ein bisschen entspannen kann, meinem Unsinn zuhören, zuzulabern, was ich laber und zuzuhören. Ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen, das ist immer gut. Die Theorie redet sich gerne um Kopf und Kragen. Irgendwann hat er wirklich keinen Kopf und Kragen mehr. Es wird schon mehr bescheuert. Also so zu sagen, dass der Stand der Dinge. Ja, Zeit knapp, jetzt ist mehr Zeit, das heißt, wieder mehr Zeit für YouTube, wieder mehr Zeit für Parkitect. Sandbox-Modus. So ist das. Ne, ich habe mir sogar extra überlegt, ob ich heute überhaupt eine Folge hochladen soll oder ob ich bis nächste Woche Freitag fahren soll oder diese Woche Freitag. Ihr wisst schon, bis zum 4.6. Habt mir aber dagegen entschieden, denn ihr wollt Parkitect, ich will Parkitect, wir alle wollen das, deswegen machen wir das. So, jetzt zurück zum Gameplay. Was baue ich da? Ich sagt der Berliner, ich gibt's aber nicht.
Ja, das heißt ich. Oder ich. Nee, ich Köln. Nee. Also, was baue ich da? Ich hatte vor, da so einen alten, klapprigen Holzschuppen zu bauen. Das ist nicht so ganz gelungen. Sieht, ist das hässlichste Gebäude, glaube ich, im ganzen Themenbereich. Aber egal, Leute. Hauptsache geht. Ne? Weil die Idee war halt so ein schönes großes Gebäude und daneben so einen kleinen Holzschuppen, weil ich irgendwie ein bisschen den Hügel verstecken muss. Ne? Ist halt so. Man muss ein bisschen pragmatisch sein und ich muss halt Sachen auch zwischendurch verstecken. Und ich wollte jetzt da nicht wieder so ein riesiges Kulissengebäude hinbauen. Ne? So, und jetzt kommt noch der große heiße Scheiß. Nochmal ein paar Felsen. Hier Felsen, dort Felsen und so. Ne, nochmal ein paar Felsen. Zack, zack, zack. Ne, ist ja alles ganz günstig. So, wir sind schon bei 6 Millionen. Halleluja. Und natürlich, wenn die Felsen kommen, kommt natürlich noch eins. Zaun und Bepflanzung. Das ist dann auch das Ende der Folge. Wenn wir die Zaun und Bepflanzung haben, das heißt, die letzten 5 Minuten werden wir uns um Zäune und Bepflanzung kümmern. Yes. Und wir sind in der Alpenwelt. Was muss also dahin? Genau, mein wunderschöner Holzpfostenzaun mit Steinen, der absolut schweineteuer ist. Wir wissen es. Und ich mag den. Ich mag den nicht zu bauen. Ne, weil ich mir da immer so viel Gedanken machen muss, damit es nicht kopiert aussieht, muss ich immer abändern und hast nicht gesehen. Eieieiei. Ne, dann habe ich mir überlegt, dass wir da auch direkt was Neues bauen. Also dieses Holzgerüst. Dieses Holzstangengerüst, dieses Ding aber im Ausgang fand ich absolut hässlich. Deswegen machen wir das auch neu. Machen wir das auch schick. Machen wir alles super. Wir sind Profis, das können wir. Deswegen machen wir. Machen wir das. Wir schaffen das. Ne, wir schaffen das. Zusammen schaffen wir das. So, da seht ihr, wie schnell das hier geht. Zack, zack. Ne, da seht ihr aber, wie das gleichmäßig aussieht. Das sieht alles wie kopiert und verkantet aus. Deswegen müssen wir da absolut gleich jetzt alles umändern, quasi. Alles. Seht ihr, ich ändere da schon ein bisschen ab. Ein bisschen umändern, wegändern, mitändern. Ne, ein bisschen wegändern, mitändern. Hier so ein bisschen tüdelüdelü machen, ne? A little bit of tüdelüdelü, tüdelüdelü. So sieht das doch schon besser aus. So, und jetzt kommt das Kumpel. Komplexere Gerüst, das da. Denn meine Idee war, das komplette Geteil, also das Geländer plus die Kante da unten, mit meinem Holzzaun, also diesen Säulen, was ist das? Holzstämmen zu verstecken. Hahaha. Schwierig. Aber ich bin der Tigo, ich schaff das. Ich! Das ist genauso schlimm, wie wenn man sagen würde, das Kommentar. Uah. Widerlich. Widerlich ist das. Widerlich. Ne, widerlich. So, und da. Da flackert was. Seht ihr das? Das flackert. Das bringt mich um letzten Verstand. Da war ich ein bisschen dämlich, um zu checken, das ja gerade. Und da hat mir das erstmal dann Genick gebrochen, weil ich einen doppelten gebaut habe. Ja, deswegen erstmal ein bisschen ignorieren, ein bisschen da ändern, ein bisschen hier. Erstmal das auf lange Bank schieben, ist immer ganz wichtig. Ganz wichtig, immer Sachen auf lange Bank schieben, bis man an die Muße gepackt hat und das zu ändern. So, das ist das einzige Problem, was wir noch beheben müssen, ist nämlich das Gebäude. Das ist das einzige, was noch nicht fertig ist. Da habe ich erstmal das Flackern behoben. Und das ist das Einzige, was ich jetzt wirklich noch machen muss. Das Gebäude zu finishen, also überhaupt anzufangen. Ne, das Ausgangsgebäude, weil das das einzige Gebäude noch nicht ist, was zu dieser Attraktion, zu unserer Attraktion Lawine fertig ist. Das ist natürlich großes Problem, weil da geht sich ja nochmal richtig Asche flöten. So, wir gucken noch mal auf unsere aktuelle Asche. Ihr seht nur noch 5200 und jetzt beginnt die Begrünung. Jetzt geht's hier mit Büschen und Blümchen und hast du nicht gesehen. Los, ne? Einmal bitte alles. Ich weiß, ein bisschen Konfuzius auf der einen Seite Lawine, auf der anderen Seite Buschblume und hast du nicht gesehen. Oh, passiert. Kann ja mal zwischendurch passieren.
Sieht aber gut aus. Ich muss, glaube ich, husten. Jetzt haben wir. Ja, hier ein paar Blümchen. Ein bisschen, einfach bis jetzt viel Grüne. Ich wollte überlegen, hab dann noch überlegt, Blumenranke oder nicht Blumenranke. Nee, dann ist mir natürlich eingefallen. Das Wichtigste fehlt die Ringelblume. Noch ein paar Blümkes. Blümke, das ist goldener Platt, heißt Blümchen. Oder Blümchen, Blume. Blümchen. Egal. Blümke, Blümke, goldener Platt. Goldener Platt. Blümke. Kennst du die Blümke? Also Blümchen. Ein paar Blümchen. Hier noch ein bisschen. Ein bisschen Sauerland-Feeling. Ja, also Arpen-Feeling mit Tanne, Tanne, Tanne. Verschiedene Tanne, dann Sichtschutzrichtung Zugstrecke. Dann noch perspektivisch ein bisschen umbauen, damit man da nicht so weit gucken kann. Im Hintergrund da mal eine Tanne zu sehen aus dem Dorfbereich ist jetzt nicht so tragisch. Dann hier noch ein bisschen Grünzeug, ne? Und dann ist auch schon gut. Das Wichtigste ist, als professioneller Tiger nicht nur das letzte Lied jetzt anspielen zu hören. Das hört ihr nur, ich nicht. Und natürlich nicht zu vergessen, die Ringelblumen wie zu guter Letzt noch 1000 lange Gräser zu platzieren. Zack, zack, zack. Und dann geht's auch schon in die Wheel Time zum Ende zum Gucken. Vorhang auf und bitteschön. Wusch ist das hübsch, würde ich jetzt sagen. So sieht es aktuell aus. Ich hoffe, ihr findet das genauso schön wie ich. Schreibt mir gerne in die Kommentare, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wunderschönen Morgen, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und damit noch tschüss und miau, ciao, bis nächste Woche zu einer neuen Folge Parkitekt oder zu einem neuen Video. Morgen oder heute, weiß ich. Bye, bye.